So, mal schauen, wie wir Domin aufladen. Das Feld ist jetzt auch schon ganz schön klein geworden. Ja, viel habe ich nicht mehr. Das ist weh. Ah, das ist Arsch. Was denn? Dass die runterrollen, die Bank. Gibt's keine Spanngurt? Oh ja, aber das sind ja nicht automatisch anbracht. Ich muss ja trotzdem aufladen. So, das kann man mit der Hand nicht. Blöd, dass ich die Ballen nicht drehen kann. Wenn ich sie aufstellen könnte. Hinter sie auf. Ich kann sie ja nicht so hinlegen. Wollen sie da wenigstens dagegen nur. Ich sehe schon, das wird nicht effizient. Kann ich auch weitermachen. Ich möchte das mal probieren. Ja. Muss ja gehen. Aber den Ballen drehen kann ich nicht, wenn ich ihn in der Hand habe. Nicht von der. Übertreiben wir es einmal nicht. Ups.
So, 4, 7 Ballen habe ich mal oben. Liter. Auf der Karte gibt es anscheinend auch keinen Schnee. Warum? Im Dezember, das ist, schneit nicht. War doch bis jetzt noch nicht geschneit. Kann noch kein Schnee liegen. So, 2138 haben wir mal. Fehlen immer 13.000. Das schafft man nicht mit dem Feld jetzt, glaube ich. Glaubst nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube schon noch. Wie gesagt, es liegt noch ziemlich viel Gras halt. Da eigentlich beim Felsen auch noch, wenn man beim Felsen näher ranfahrt, ran würde, könnte aber auch noch was rausholen. Ja, und über dem Felsen liegt auch noch. Mhm. Das haben wir ja gar nicht gemäht. Aber ich glaube, auch aus dem Stück könnte man noch was rausholen. Weil wenn ich sage, nur pro Runde anballen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich muss sicher noch 10 fahren. Das ist wirklich ein Ende in Sicht. Wie kann ich das effizient aufladen? Kann ich dir erst sagen, wenn ich selber machen will. Okay. Wenn ich es noch nie mit der Hand verladen habe, kann ich dir das nicht sagen. Weil es wäre hilfreich, wenn man die Ballen aufstellen könnte, weil dann kann man stapeln. Du kannst sie eh aufstellen. Der nur umlegen. Aber wie tue ich sie umlegen? Mit der Hand geht ja das nicht. Nicht. Wie lege ich sie um? Ist das eine Taste, eine eigene? Mann, du tust ihn einfach umwerfen und dann. Nehmen. Linksen. Dann. Das hier runter. Spann gut einmal. Da kann man sie nämlich stapeln. Außer der will nicht. 15.000 kostet der Winkel. Mal eine Rechnung. Noch 2000 am Feld. Das wird ein 4300 haben wir. 35 Ballen. Aus dem Feld. Dann kriegt man das zusammen. Dann hätten wir die Entwickler. Wickler. 35 ist fort.
Wenn sie verkauft hast, dann kannst du eh wieder weiterpressen. Ja. Wirklich. 6, 7 Runden noch, dann bin ich durch. Dann könntest du die anderen dabei auch. Genau. Aber jetzt liegt denen immer noch einer da. Aber jetzt sieht man es deutlicher, dass nachgewachsen ist, das Feld. Um? Auch da schon auf der Seite. Echt? Habe ich noch gar nicht geschaut. Ja, Hauptsache es wächst noch. Haben wir wirklich verkackt bis jetzt. Aber heute geht es das glaube ich nicht mehr aus. Ah. Die Maschine. Das hat uns zu viel gekostet. Ja. Aber für den zweiten Stream sind wir eigentlich schon ziemlich weit. Außer ich habe jetzt einen Ballen übersehen, aber ich glaube, jetzt habe ich alle aufgesammelt. Ganz günstiger Traktor ist jetzt neu dazu kommen. Der Kastenschutz oder? Ja. Okay. Für
35% verbilligt, 255.000. Steppert. Das wäre natürlich auch jetzt noch so ein kleines, so ein mittlerer Traktor. Wenn der dann kommt, wenn wir schon Silage machen. Weil der dann so 40 kosten würde. Da nehme ich auch vorne was drauf. Ja, also ich glaube, wir sollten nämlich wie auf dies spekulieren, dass wir einen kaufen als nächstes. Also als nächste Anschaffung einen Traktor, der vorne Mähwerk anhängen könnte. Aber erst nach der Ballenmaschine, also nach der... Ja, nach dem Wickler, logisch, ja. Ja, nach dem Wickler. Das machen wir dann noch ewig, warte. Ich denke halt, das Mähwerk ist halt jetzt dann schon zu klein. Ja. Oder nur 1,5 Meter. Vor allem, weil der Traktor jetzt zu schnell ist. Mit den Ballen. Mit der Ballenpresse. Endlich schneit's. Jetzt wird dann bald alles weiß werden. Schau mal. Schnee kommt auf der Karte. Wenn nicht, dann macht man so à la Breaking Bad. Aber wenn wir Feldvernichtung anhätten, müsste man noch umständlicher fahren, weil da kann man wirklich nur eine Richtung fahren eigentlich. Wir haben Feldvernichtung an. Wir haben Feldvernichtung an? Ja. Das ist ja kein Feld. Gras. Ah, okay, das heißt beim Gras macht man das... Ah, Blödsinn, wie in echt. Das wird ja nicht kaputt. Okay, wir haben Feldvernichtung, das heißt gut zu wissen, da muss ich aufpassen. Naja, wir haben ja gesagt, wir spielen beim nächsten Mal dann mit Ufer Härte. Wenn wir es gleich in der Challenge lernen, tun wir uns beim nächsten Mal noch einfach. Stimmt. Aber vielleicht hast du recht, das geht sich doch nicht aus auf dem Feld. Was? Mit die 35 Ballen. Nein. Zu wenige. Nein, wir haben schon 14 verkauft. Ja gut, die waren schon einberechnet. Ich habe gerechnet, wenn uns noch 10.000 Euro fehlen. Ach so. Also,
Ja, schon, aber okay, das heißt, da fehlen noch jede Menge. Ja, 35. Ja. Also nicht minus die 14, sondern nein, wirklich noch 35. Ich habe gerechnet, dass wir 5000 Euro haben. Dass wir 10.000 Euro annehmen müssen. Ich sagte, das wird sich nicht mehr auskennen, wenn du jetzt anfängst, überall alles abzumähen. Da wäre es fast gescheiter, wenn wir vielleicht die Monate vergehen lassen, dass wir wieder anfangen können. Oder wirst du wirklich schauen, dass jedes Fitzelchen. Ja, wieso? Da haben wir eh noch ein paar Runden. Also es wäre schade um das, was jetzt gemäht ist. Na, da ist eh fertig. Aber zum Beispiel oberen Felsen, unteren Felsen, ob du das noch machen willst dann auch. Nein, dann. Wir reden ja nur von dem Stück hier. Ja. Ja, das oberen Felsen haben wir gesagt, das lassen wir dann fürs nächsten Durchgang, wenn wir dann wirklich Runden machen. Ja, dann machen wir noch Grasballen und zwischendurch können wir dann vielleicht schon umswitchen. Ich glaube, das Feld verkaufen und das andere, wo nur Gras ist, das wäre jetzt dann cheaten. Ja, wäre auch unnötig, glaube ich. Ja. Aber wie gesagt, wir haben hier eh eigentlich genug. Stimmt. Wir rechnen, wir haben jetzt, wie du sagst, 14 Ballen verkauft. Davor haben wir schon 5, 6 verkauft. Vielleicht 20 plus dem, was wir in die Ladewegen verkauft haben. Und eh 30, 40 mehr, was da rauskommt aus dem Feld. Ja. Also beim nächsten Durchgang werden wir fix schon Silage machen können. Gut, wie gesagt, eben, dass wir quasi zu zweit anfangen mit Mähen. Dann zum Beispiel weitermachen und anfangen zum Pressen an. Dann. Ja. So. Doch, gleich. Schon. Es wird schwer fallen, ins normale Radl wieder zurückzugehen. Was? Es wird schwer werden, ins normale Spielradl wieder zurückzugehen. Und quasi so lange dann auf LS zu warten wieder. Gut, wir können ja dann theoretisch einen Tag noch dranhängen. Und dann rein starten. Stimmt. Dann haben wir dreimal gemacht, dann sind wir auch in Basilage, dann wissen wir, es wird einfacher. Das klingt nach einem Plan. Aber ich finde, das Feld wächst nach. Ja. Also oben sieht man es deutlich jetzt. Beziehungsweise so oben ist schon gewachsen. Ja. Dadurch, dass wir das jetzt so quasi ein bisschen kreuz und quer gemacht haben, müssen wir schauen, dass das zuerst ganz gewachsen ist, bevor wir wieder mähen. Im Normalfall sollte es ausgehen, weil wir haben ja die Runden dann gemacht. Sobald die erste Runde gewachsen ist, sollte es dann ausgehen. Okay. Ein bisschen Kreuzung wäre es immer ja dann.
Ich meine, ich würde wieder Runden machen dann. Ich glaube, das war nicht so schlecht. Ja, Runden sind gut. Ich glaube, fürs Wenden vergeht auch wieder zu viel Zeit, dann, wenn man das dauernd machen muss. Ja, vor allem, weil ich eben für den Metersunterschied, was wenn wir dann an 6-7 Meter Wände hat, dann ist das wieder was anderes. Ja. Aber wir haben bis jetzt das Beste draus gemacht. Ja. Und trotzdem einen kleinen Fehler am Anfang. Was wir jetzt halt auch mit einberechnen müssen, ist, dass wir bald reparieren werden müssen, wahrscheinlich. Gut, reparieren, solange die Traktoren nicht viel langsamer werden, würde ich jetzt nicht. Aber wären die Maschinen auch nicht ineffizient? Das heißt ja, solange sie nicht langsamer werden. Alter, ein Helikopter. Krass. Wenn sie dann langsamer werden, dann sollten wir reparieren. Solange sie funktionieren. Ja. Aber wisst ihr, dadurch, dass wir alles gebraucht gekauft haben oder vieles, wird das dann eher fälliger als neu. Ich den anderen noch drauf. So, Hauptsache faul sind wir. Genau, Hauptsache Pump zu. So, das sind jetzt 35.000 Liter. Also 10 Ballen. Ah, da werden wir die fünfstellige Zahl nicht knacken. Fünfstellige Zahl? Über 10.000.
Kommt auf den Preis an. Der Preis ist heiß. Alles Jänner, Februar immer Graszeit. Jetzt haben wir Dezember aber noch. Ich weiß. Na gut.